die nenne ich jetzt mal G und ein AB, besteht auch nur aus einer Variablen. Jetzt nehmen wir mal zwei Terminalzeichen und als Regelmenge sage ich mal, es geht über nach ASB und AB. Es geht über nach AB. Das ist jeweils die rechte Seite, also das, was hier steht. Da muss mindestens eine Variable vorkommen, haben wir hier jeweils gegeben. Und auf der rechten Seite steht irgendwas aus V vereinigt T. Hier beispielsweise ein großes A, das terminales Zeichen. Kleines a, großes s, kleines b. Oder halt beispielsweise auch nur terminale Zeichen. Da könnten auch nur Variablen stehen. So, das ist eine Grammatik. Eine Grammatik ist jetzt da, um Worte zu erzeugen. Also irgendwie eine Regel vorzugeben, wie ich jetzt Worte bilden kann. Und das wird allgemein als Ableitung bezeichnet. Ableitung mit einer Grammatik sieht so aus. Ich starte immer mit der Startvariablen. Darum heißt sie auch Startvariable. Und dann kann ich die Regeln anwenden. Und ich mache jetzt mal eine Ableitung hier beispielsweise mit der Grammatik GAB, die ich hier habe. Ich starte also mit der Startvariablen S. Ich habe zwei mögliche Regeln zur Verfügung. Das ist die Regel 1, das ist die Regel 2. Ableitung mache ich typischerweise, mache ich die mit so einem Doppelpfeil, schreibe ich die. Ja, ich wende jetzt eine Ableitungsregel an. Und ich sage mal, ich wende jetzt hier mal die Ableitungsregel 1 an. Das S, mit dem ich starte, ersetze ich durch das, was auf der rechten Seite steht. S ersetze ich durch ASB. Das sieht jetzt erst nochmal genauso aus wie die Regel, die ich hier stehen habe. Jetzt wird es aber deutlich, indem ich nämlich einen zweiten Ableitungsschritt mache. Schritt für Schritt erzeuge ich jetzt Wörter. Zunächst bestehend aus Terminalen und Variablen. Ich habe nur eine Variable hier drin. Das ist das S. Und jetzt gucke ich mal an, welche Regel kann ich denn anwenden, die auf der linken Seite genau diese Variable hier hat. Nämlich das große S. Das sind die Regeln 1 oder 2. Und jetzt sag mal, ich wende jetzt wieder die Regel 1 an. Und was ich jetzt mache, das A und das B, das bleibt stehen und dieses S hier wird überführt in die rechte Seite dieser Grammatikregel. Also da kommt nochmal hin A, S, B. Nächster Schritt. Genau das gleiche Spiel. Ich habe hier wieder nur eine Variable. Ja, jetzt kann ich wieder gucken, durch was kann ich die denn ersetzen? Naja, durch diese beiden Regeln. Und ich wende nochmal die Regel 1 an. Das A, A bleibt stehen. Ja, das ist sozusagen das, was hier vorne steht, der Teil. Das B, B, das bleibt auch stehen. Ja, das ist das B, was wir hier haben. Ja, das ist das B, das bleibt hier stehen. Und das S hier ersetze ich jetzt wieder durch eine dieser rechten Seiten. Ich hatte gesagt Regel 1, also nochmal durch A, S, B. Das Ziel ist natürlich, dass ich Wörter erzeuge, die nur aus terminalen Zeichen bestehen. Also ich möchte diese Variablen irgendwann weghaben. Und jetzt wende ich mal beispielsweise die Regel 2 an, die wir da hatten. Das S, was ich hier habe, würde ich ersetzen jetzt durch die rechte Seite, die ich hier habe. Das ist also nur das A, B. Das heißt, wir hätten hier dreimal das A, das steht hier schon, dreimal das B, das steht hier auch schon und würden jetzt dieses S hier ersetzen durch A, B, die rechte Seite dieser Regel hier oben. So, und wir hätten ein Wort erzeugt, in diesem Fall halt das Wort A hoch 4, B hoch 4. Mit Grammatiken kann ich Worte erzeugen. Ableitungen werden mit diesem Doppelpfeil gekennzeichnet. Ich kann jetzt beliebig viele Worte produzieren oder durch Regelanwendungen erzeugen.